Macht der Christian nun schlapp oder zieht er es durch? Hey, guten Morgen! Das Projekt Einfach mal loslaufen und Menschen begegnen ist weiter ein absoluter Traum von mir. Einfach aus der Tür gehen und immer weiterlaufen. Sich selbst finden, anderen Menschen begegnen, körperlich aktiv sein oder freien Himmel schlafen. Fantastisch! Aber da gibt es einige Probleme und auch Fragestellungen, die noch abgeklärt werden müssen. Und ich möchte euch heute auf den aktuellen Stand bringen. Das größte Problem, das Schlafen, ist nach ca. 6 bis 8 Wochen und 14 verschiedenen Matratzen und Matratzenkombinationen endlich halbwegs gelöst worden. Nein, ich kann auch nicht 8 Stunden durchschlafen, aber ich kann schlafen und ich kann auch danach aufstehen. Aufgrund meines schweren Bandscheibenvorfalls kann ich bei nicht optimaler Schlafhaltung mich frühs kaum bewegen und habe so extreme Schmerzen, dass ich dann mit Sicherheit nach maximal 2-3 Tagen durchhalten quasi dann einfach abbrechen würde. Da bin ich mir relativ sicher. Daher war dieses Problem, das Schlafen, das Wichtigste, was zu lösen gewesen ist. Und das ist jetzt halbwegs gelöst. Und ich habe eine Kombination jetzt für mich gefunden. Das Problem bei dieser Kombination ist allerdings, diese Kombination, also nur die Matratze, worauf ich schlafe, und die Kombination, was ich euch gleich sagen werde, das wiegt ca. 3,5 Kilogramm. Also das wäre zwar die Matratze, dann ein aufblasbares Seitenschläferkissen, ein richtiges Kissen, was ich unter die Hüfte klemmen muss oder meine Bandscheiben und ein aufblasbares Kopfkissen. Diese Kombination, die habe ich euch unten auch mal in der Infobox verlinkt, damit ihr wisst, was ich sozusagen jetzt für mich herausgefunden habe. Was das Ideal ist. Mit dieser Kombination und mit der Seitenschläferlage habe ich für mich das absolute Optimum rausgeholt, was geht. Ich habe wirklich extrem viel ausprobiert. Ich hatte Matratzen von Thermarest für 180 Euro eine Matratze. Ich habe wirklich, kann für mich sagen, ich habe alles ausprobiert, was man irgendwie ausprobieren könnte, an allen möglichen Technologien. Die Matratzen haben ja alle irgendwelche neuartigen Technologien und so weiter. Aber letztlich bin ich jetzt nach 6 bis 8 Wochen, wo ich jede zweite Nacht quasi experimentiert habe, wirklich angekommen an der Optimalkombination. Die war glücklicherweise jetzt auch überhaupt gar nicht so teuer. Also ihr werdet sehen, wenn unten die Matratze, die hat glaube ich 14 Euro gekostet oder so. Also sie ist halt schwer, aber sie ist halt ausreichend dick und aber wie gesagt, das seht ihr unten wie gesagt, verlinkt. Auf jeden Fall, das ist natürlich schön, dass die Optimalkombination gar nicht so teuer war. Dann habe ich mir auch ein Zelt gekauft. Das habe ich jetzt gekauft. Auch hier natürlich auch immer wieder unter dem Aspekt auch des Geldes. Und letztlich habe ich mich für ein Zelt entschieden, was 50 Euro kostet. Und es ist doppelwandig, das ist gut. Und es hat auch sehr, sehr viele gute Rezensionen. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Und das würde ich allerdings jetzt ganz gerne mal tun, weil ich habe ja nur 14 Tage Rückgaberecht bei Amazon und ich muss halt sehen, ob mindestens meine Matratze reinpasst. Das heißt, ist zwar draußen jetzt nass und ist nicht blöd wegen Zurückschicken dann, aber ich muss es einfach mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall habe ich mir das Zelt gekauft und so, wenn es sich aufbauen lässt und alles gut ist, dann ja, würde ich das wahrscheinlich auch nehmen. Jetzt die Frage, wann geht es denn eigentlich los, Christian? Und da hat sich wohl wahrscheinlich so April rauskristallisiert. Weiß noch nicht, ob Anfang April oder Ende April, das werden wir sehen. Aber das ist ungefähr der Termin, wo es wahrscheinlich losgeht. Das Laufen an sich, also ohne Gepäck, das trainiere ich ja auch schon seit einiger Zeit, schon seit Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres. Und am Stück sind 25 km mein Rekord. Aber ich denke, dass 30 km als Tagespensum durchaus schaffbar ist, weil man ja auch Pausen einlegen kann. Und da denke ich, bin ich jetzt schon so weit, was das Laufen angeht. Allerdings, mein Gepäck wiegt sicher so irgendwas zwischen 10 und 15 Kilogramm. Und ja, da nicht nur mein Rücken kaputt ist, sondern auch mein linkes Knie unterhalb der Kniescheibe ist eben komplett zertrümmert und die Splitter drücken bei großer Belastung auf die Sehnen und auf die Nerven, da habe ich keine Ahnung, ob ich überhaupt ein paar Tage am Stück laufen kann, weil das habe ich noch nicht gemacht. Und dann mit Gepäck. All das wird mega interessant und auch herausfordernd werden. Eine Option wäre auch, statt einem Rucksack einen sogenannten Jogger zu kaufen. Preislich macht das wohl keinen großen Unterschied. Beides ca. bei 100 bis 150 Euro. Den Jogger würde ich allerdings gebraucht kaufen. Beim Jogger hast du natürlich den Vorteil, dass der Rücken komplett entlastet ist. Also ein Jogger, wer das nicht weiß, das ist so ein Ding wie so ein Kinderwagen mit zwei großen Rädern und vorne einem kleinen Rad und da kannst du halt ganz viel Zeug reinpacken. Und ja, was heißt ganz viel, so 40 Kilo ist meistens die Belastungsgrenze, aber ist ja vollkommen ausreichend. Du hast meist luftbereift und ja, kann man halt ganz gut fahren.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass so ein Jogger auch ein Stück unflexibel macht. Von daher bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob Jogger oder Rucksack. Was haltet ihr davon? Rucksack oder Jogger? Gerne eure Kommentare unten reinschreiben und ja, vielleicht habe ich auch irgendwas noch nicht beachtet oder soweit. Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare, für was ihr euch entscheiden würdet. Auf meine Nachfrage, wer mir begegnen möchte und bei wem ich 1-2 Tage übernachten kann, da kamen auch sehr, sehr viele Angebote. Ich habe diesmal auf einer Karte eingetragen, die ich euch auch unten in der Infobox verlinkt habe. Ich werde, wenn ich losgehe, ja, YouTube immer nur zeitverzögernd senden. Dazu kommen wir gleich noch. Aber auf Instagram und Facebook, auch die Links alles unten, werde ich immer natürlich aktuelle Bilder posten und auch immer posten, wo ich gerade bin. Und für Menschen, die mich eben ein Stück des Weges begleiten wollen und eben auch in Kontakt mit mir zu kommen und auch den Menschen, die mit mir Kontakt kommen, aber nicht mit wandern wollen, also wo ich übernachten kann, für die ist das dann sozusagen Facebook die erste Anlaufstelle, wo sie dann immer sehen, ja, wo ich gerade bin und wo sie sich melden können, sagen, hier, ey, komm doch mal bei mir vorbei. Ne? Und auch für mich hin und wieder mal duschen oder mal die Wäsche durchwaschen, das wäre halt echt toll. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und es wird Etappen geben, das lässt sich jetzt schon eigentlich so abzeichnen, wo ich mindestens so 2-3 Tage weder duschen kann noch die Wäsche wechseln kann. Und das wird auf mich zukommen. Und also ich habe damit eigentlich kein Problem, weil ich meistens nackt rumlaufe. Also normalerweise in der Wohnung. Aber wenn ich die ganze Zeit laufe, den ganzen Tag und die Sachen an mir habe und dann 2-3 Tage, das wird auch herausfordernd. Aber es kommt, wie es kommt. Auf jeden Fall läuft die Kommunikation vorrangig über Facebook. Zumindest mit den Leuten, ja, die ich besuche. Und solltet ihr kein Facebook haben, dann kontaktiert mich einfach in meinem Forum auf rogan.de und das ist auch unten verlinkt und dann machen wir dort alles aus. Also das wäre so als parallele Quelle für, wenn es Leute gibt, die mich gerne treffen wollen, die aber nicht über Facebook verfügen, dann würde ich dann halt eben über, ja, über mein Forum dann was ausmachen. Ne? Und Bett und Couch ist natürlich auch immer schön, aber schon allein ein Dach über dem Kopf ist sicher ein Luxus, den ich zu schätzen lernen werde. Und auch darum geht es dann auch bei der Reise. Weiter Demut zu lernen, Demut zu üben und Dankbarkeit für was wir eigentlich alles haben, auch wieder zu realisieren. Ich hatte ja schon annonciert, dass jeder eingeladen ist, mit mir, solange er möchte, mitzuwandern. Also das ist jetzt kein alleinige Pilgerung und alleinige Selbstfindung. Ne? Ich habe immer gesagt, wer mich begleiten möchte, der kann mich gerne begleiten. Und nun hat sich die Chiara, die ihr eventuell auch schon kennt, dazu entschieden, mich direkt von Leipzig aus an auch mit zu begleiten und mitzulaufen, je nachdem, wie lange sie durchhält. Ob das nun ja, 30 Kilometer am Tag für sie überhaupt ein Pensum ist, was sie überhaupt schafft. Das wird sich auch für sie zeigen. Auch sie wird da an dieser Herausforderung sicherlich auch wachsen. Bisher sind wohl, glaube ich, so 15 bis 20 Kilometer das Maximum. Aber ja, das gilt halt für sie wie auch für jeden anderen Mitläufer. Macht so lange mit, wie ihr Spaß oder wie ihr Zeit habt. Und seht das alles nicht so verbissen. Ne? Wie gesagt, vielleicht schaffe ich selber ja auch nur 2-3 Tage und dann war's das. Und meine Mitläufer kotzen dann und sagen, hä, wieso, jetzt war's das schon, mach mal weiter oder so. Das kann alles passieren. Aber dieser Gedanke, einfach loszulaufen, das spukt mir schon so lange im Kopf rum, dass ich ihn umsetzen muss. Und wenn es scheitert, das ist egal. Aber ich habe es wenigstens probiert. Man muss halt wirklich auch dazu sagen, bei mir, ich habe noch nie gezeltet. Ich habe wirklich noch nie gezeltet. Und ich habe quasi mein Leben lang den Hauptteil meiner Zeit in einer ergonomischen Position vor dem Rechner gesessen oder gelegen und abends mich auf eine für mich perfekte Matratze auch wieder gelegt. Ich habe wirklich null Erfahrung mit Outdoor und Natur. Ich war im Rahmen meines körperlichen Gewichts durchaus auch ein bisschen sportlich. Ich habe ein bisschen Basketball gemacht, Tischtennis gemacht, Ringen und so weiter. Fußball, habe ich alles gemacht. Aber es war halt immer abends ins Bett. Und wenn irgendwas nicht gut war oder was, konnte ich mich hinlegen. Und die ganze Zeit draußen sein zu wandern, das wird eine Wahnsinnsherausforderung für mich. Also wirklich, ja, egal, dass ich das überhaupt angehe. Diese wahrscheinlich in meinem Leben größte Herausforderung, das wuchs erst so auch in den letzten 2,5 Jahren, ne? Wo ich halt mich mit der pflanzlichen Ernährung sozusagen, wo ich umgestellt habe auf eine pflanzliche Ernährung, wo ich halt mein Leben komplett umgekrempelt habe, wo ich geistig auch wieder ein Stück mich entwickelt habe,
Ob das jetzt eine positive oder negative Richtung ist, das mögen andere beurteilen, aber wo ich mich auf jeden Fall wieder verändert habe und ja, wo dieser Wunsch, den ich eigentlich schon immer hatte, der aber schon immer total unrealistisch war, jetzt so in greifbare Nähe gerückt ist. Ne? Also gerade über das Laufen, das war glaube ich das größte Problem. So lange zu laufen als 165 Kilo Mann, kannst du es natürlich vergessen. Ne? Und jetzt ist es real. Jetzt wäre es möglich. Ne? Und ja, und dann ist natürlich auch die nächste Herausforderung. Macht mal YouTube-Videos auf einer Reise, wo ihr kein Gepäck mitnehmen wollt. Ich habe zwar immer noch einen alten Laptop, aber da kann keine Videos produzieren oder sehr, sehr schwer und langsam und wiegt irgendwas um die 4-5 Kilogramm. Und einen neuen Laptop kann ich mir natürlich nicht leisten. Und deswegen, ja, wird aus der Not eine Tugend gemacht und ich werde einfach nur mein Handy nutzen, um ein Video zu produzieren. Und das Handy wird doch die einzige Technik sein, die ich mitnehme. Und ja, und ich kann mir vorstellen, es ist eine große Herausforderung, mit einem Handy das Video zu produzieren, die Videos zu schneiden, zu rendern, hochzuladen, all das auf diesem kleinen Display. Das Problem dabei ist wieder, dass ich auch keinen unendlichen Traffic habe, sondern ich habe 2 GB pro Monat. Was für einen täglichen Upload, der ebenso zum Traffic zählt. Ja, also meiner Meinung nach überhaupt nicht reichen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen, ich muss das sowieso mal testen. Und daher werde ich öffentliche WLAN suchen müssen. Beziehungsweise wenn ich dann hin und wieder bei einem von euch bin, eben euer Internet nutzen, um die Videos hochzuladen. Kommentieren werde ich sicherlich auch in dieser Zeit nicht oder sehr, sehr wenig. Aber ich werde definitiv alle lesen. Ne? Das geht schnell. Bloß mit einer Handytastatur so schnell einzugeben, das habe ich irgendwie noch keine Möglichkeit gefunden, so schnell das zu machen. Ich bewundere die Menschen, die irgendwie in Windeseile ganze Textblöcke in ihrem Handy verfassen, teilweise mit einer Hand. Das ist Wahnsinn. Also teilweise, ich kann mich da noch an Hannah erinnern, wie die mit einer Hand so blablabla, und da war so ein riesiger Text dann. Wahnsinn. Ich habe zwar das auch, dieses Swipe mir dann installiert, aber das wird nichts bei mir. Also Problemfeld YouTube, das wird auch sehr, sehr interessant werden. Ich versuche tatsächlich auch jeden Tag weiter ein Video zu machen. Natürlich keine Wissensvideos und diese ganze Arbeit, die jetzt in so einem Video steckt, mit der Recherche und so weiter und auch der Produktion, das geht nicht. Fertig, wandere, das ist klar, brauchen wir nicht reden. Und es wird dann halt eher in die Richtung gehen, Erfahrungen, die ich sammeln werde und ja, eventuell auch das mitverfolgen, ob ich nach der Wanderung eventuell verschiedene Dinge ganz anders sehe und vielleicht auch was ganz anderes mache. Keine Ahnung. Also das ist alles offen. Das ist für mich halt echt so ein neuer Abschnitt und ihr werdet live dabei sein. Ja, so denn ihr mich abonniert habt, müsst ihr unten abonnieren. Ja, was passiert in guten und schlechten Zeiten, ich werde euch darüber informieren. Immer zeitnah, also tagaktuell über Facebook und ja, bei YouTube wahrscheinlich dann halt eben immer zeitverzögert. Deswegen werde ich auch ein paar Videos vorproduzieren, so vielleicht für die erste Woche, wo ich unterwegs bin. Und wird es immer noch Videos geben in den 7 Tagen. Und ja, aber die werde ich dann halt eben dann vorproduziert haben. Genau wie ich jetzt auch schon Videos vorproduziere. Solltet ihr euch also noch nicht in der Karte eingetragen haben, dieses Eintragen ist natürlich nicht verbindlich, das ist klar. Ihr schreibt euch ein. Und dann weiß ich ungefähr, wo Leute liegen, die mich potenziell treffen möchten. Dann schreibt mir per Facebook eure Adresse und ich trage diese Adresse mit in die Karte ein. Wie gesagt, wer bisher schon eingetragen ist, also die Adressen, natürlich nicht die Namen, das habe ich unten verlinkt auf so einer Google Map. So habe ich dann für mich so einen ungefähren Weg, den ich quasi durch die Leute, die ich besuchen werde, da so abgehe, so ungefähr. Natürlich werde ich im Vorfeld nicht wissen, wo ich genau lang gehe, weil ich ja für mich alles offen halten möchte und ich möchte auch offen selber bleiben. Wenn ich mich gerade irgendwo wohlfühle, dann bleibe ich da vielleicht länger und wenn ich gerade das Gefühl habe, ich möchte jetzt irgendwo speziell wohin gehen, in einem schönen Wald, wo ich gerade bin, dann bleibe ich dann dort oder gehe in den Wald oder was auch immer oder eine schöne Stadt in der Nähe, die ich schon lange mal besucht habe. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass 100 Kilometer im Süden jetzt 3 oder 4 Leute sind, die mich treffen wollen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich da einfach mal 100 Kilometer in den Süden wandere. So. Und deswegen wäre es halt ganz gut, wenn ihr euch auf der Karte einfach schon mal eintragt. Das soll es als Update jetzt mal hier gewesen sein. Im Endeffekt so viel Gedanken und so viel Stress für eventuell 2-3 Tage schmerzhaftes Wandern und dann zurück in die warme, bequeme Bude. Das kann passieren. Das kann passieren. Und für mich ist das auch dann vollkommen in Ordnung. Aber das Wichtige ist, ich habe es probiert. Aber noch habe ich es nicht probiert. Das kommt erst noch. Also wenn ich es dann probiert habe, kann ich sagen, ich habe es probiert. Aber mittlerweile
bin ich überzeugt davon, dass ich es probieren muss. Und was passiert? Wer weiß. Ich bin gespannt auf Eure Anregungen und Kommentare zu diesem Projekt. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.